nie im Krankenhaus gefrühstückt. Sei froh. Wieso? Schmeckt's dort nicht? Na ja, zu Hause schmeckt's besser. Schlaf gut, Mami. Was habt ihr denn vor? Wir wollen mit Pibi frühstücken. Ach, das ist eine gute Idee. Kommt doch auch mit. Ich muss erst noch in die Kita. Lisa hat heute Nachtdienst. Tschüss. Oh. Tschüss, Rosalie. Ach, Mäuschen. So, beeilt euch, sonst kommen wir zu spät. Komm ich. Also, das war wirklich eine tolle Idee mit dem Picknick, Clara. Ja, das war wie zu Hause. Danke. Willst du den Kuchen wieder mitnehmen, Paul? Nein, nein, ist ja nur für dich. Den schaffe ich doch gar nicht alleine. Ich glaube, ich nehme nur ein Stück. Ich hatte ja gerade zwei. Danke. Kann ich noch eins für Lukas mitnehmen? Für den Ausflug auf die Wartburg? Und eins für Tante Angie? Hm. Na gut, aber ich muss ihn sicher verpacken. Der zermatscht nämlich. Hm? Los, Kinder, wir müssen uns beeilen, sonst kommen wir alle zu spät. Warte, ich habe noch eine Überraschung für euch. Gibst du mir mal die Krücken, Papa? Was wird das jetzt? Huch! Sei bloß vorsichtig. So, gestern in der Physio hat es das erste Mal geklappt. Bibi, das ist wunderbar! Das gibt's doch nicht. Mensch, das ist ja fantastisch! Du wirst wie neu aus der Reha kommen. Muss ich wirklich in die Reha? Kann ich das nicht irgendwie von zu Hause machen? Ich wäre so gerne bei euch. Oh bitte, ich übe auch mit dir. Und dann bringst du mir Tennis bei. Also gut, aber nur, wenn es die Befunde zulassen. Super! Vorsichtig, vorsichtig. So sicher bin ich auch noch nicht. Blutdruck ist leicht erhöht. Sind denn die Schmerzen einseitig? Der ganze Kopf tut mir weh. Ich fürchte, ich habe wieder einen Migräneanfall. Hatten Sie denn Flimmern vor dem Auge und haben Sie sich übergeben? Nee, Gott sei Dank nicht. Ich messe meinen Blutzucker. Eigentlich will ich nur die Tabletten. Ich muss zurück in die Bäckerei. Zu viel Zeit sollte sein, Frau Hesse. Sind Sie denn im Moment gestresst? Privat oder beruflich? Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Wir haben meine Schwester zu Besuch. Und seitdem sie da ist, bin ich total angespannt. Da freut man sich doch eigentlich, wenn die Schwester kommt. Dann kennen Sie meine Schwester nicht. Wenn sie auftaucht, dreht sich alles nur um sie. Sie macht den Kindern große Geschenke und ich bin dann die strenge Mutter, die Spaßbremse. Also Blutzucker ist eigentlich in Ordnung. Ich gebe Ihnen mal eine Infusion mit einem Schmerzmittel. Wie lange will denn Ihre Schwester bleiben? Sie hat nichts gesagt. Seit dem Tod unserer Mutter vor 3 Jahren ist sie nicht mehr hier gewesen. Und jetzt nistet sie sich geradezu ein, obwohl sie im Motel wohnt. Und dann hat sie alle 3 Tage diese Geschäftstermine in Erfurt. Aber davon erzählt sie auch nichts Näheres. Ich frag mich, was sie hier sucht. Keine Ahnung. Vielleicht Familie? Das war meiner kleinen Schwester nie wichtig. Nee, die wollte immer nur weg. Und mit 18 ist sie dann fortgegangen und um die Welt gezogen. Und jetzt ist sie eine erfolgreiche Maklerin in der Toskana. Sie hat sich immer nur um sich selbst gekümmert. Und ich? Ich musste hier für alle da sein. Vor allem, als unsere Mutter so krank wurde. Ja. Da scheint sich ja einiges angestaut zu haben. Haben Sie denn mal mit ihr drüber gesprochen? Nee, die würde gar nicht verstehen, was ich meine. Und? Wie findest du's? Das steht dir super. Wie für dich gemacht? Ja, oder? Oh, danke schön nochmal. Gerne, mein Schatz. Tschüss. Tschüss. Ja, Rainer, ich bin in 5 Minuten da. Ich weiß, dass viel los ist. Bis gleich. Und du, mein Süßer, du kommst sofort nach der Schule in die Bäckerei, ja? Aber Tante Angie hat doch gesagt, dass sie heute mit mir und Paul auf die Wartburg geht. Ach, hast du mir was davon gesagt? Wollte ich gerade. Du kannst doch nicht einfach über meine Kinder verfügen. Darf ich nicht? Doch, mein Süßer. Los, lauf, sonst kommst du zu spät. Lukas, ich hole dich von der Schule ab, ja? Ja. Gut. Christa,
Ich wollte nicht über Lukas verfügen, ich wollte dir helfen. Du hast doch sowieso schon so viel um die Ohren. Ganz ehrlich, Angelika. Mir wäre es lieber, wenn du dich nicht so intensiv in unser Familienleben drängen würdest. Du bringst hier alles durcheinander und verwöhnst die Kinder viel zu sehr. Tanten dürfen das. Es hat noch keinem Kind geschadet. Du verstehst überhaupt nichts. Ich muss los. Oh Gott, ist das hässlich. Also, das hätte ich jetzt echt nicht von ihr gedacht. Vielen Dank für Ihre gute Meinung von mir. Ich sehe das auch zum ersten Mal. Wie? Sie haben das nicht bestellt? Das war mein Bruder. Er ist wieder mal eine seiner tollen Überraschungen. Also, unter Feng Shui-Aspekten ist das... Es ist garantiert eine Katastrophe. Aber vor allem ist es viel zu protzig, finden Sie nicht? Mhm. Also, es kommt sofort weg, das garantiere ich Ihnen. Und ich bekomme heute Nachmittag eine Couch geliefert. Als ich auf dem Möbelhaus gesagt, Sie sollen so zwischen 1 und 2 kommen, wenn die Praxis geschlossen ist. Na klar. Na, was sagst du? Ach, das darf doch nicht wahr sein. Also ich sagte, Sie sollen später wiederkommen. Nein, das wird doch schnell gehen. Ach, Herr Spengler. Ich verstehe dich nicht. Das Schild ist doch repräsentativ und vor allem auffällig. Ich liebe eben ein gewisses Understatement. Das Ding muss weg. Sag mal. Ist das eine Schlafcouch? Ja. Ja, wozu brauchst du die denn? Wenn mein Gast kommt. Aber der kann doch auch bei uns. Entschuldigung, das war alles ganz anders geplant. Also ich wollte wirklich nicht schon wieder... Meine Herren, nun mal los, der Doktor will durch. Au! Herr Bürgermeister, ist alles in Ordnung? Ja, ja, es geht, es geht. Kommt jetzt mal jemand und schließt hier auf. Entschuldigung. Gern geschehen. Entschuldigung. Hallo. Es geht doch nicht. Ja, mein Kreuz. Kommen Sie, kommen Sie. Stufe? Ja. Stufe? Das weiß ich, es erschließt ja eine Treppe. Ab einem gewissen Alter sollte man einfach keine Sofas mehr stemmen. Ich bin ein Kerl wie ein Baum. Wie ein Baum, Doktor. Verstehe, das ist eine klassische Blockade der Halswirbelsäule. Ich verstehe. Bandscheibenvorfall. Ich muss operiert werden. Na, dann bleiben Sie mal ganz locker. Leicht gesagt. Schon passiert. Oh. Doktor, der Schmerz ist weg. Tja. Riskante OP sind die Wundverhältnisse aber sehr gut. Hier, da ist ein Serum. Ja, es wird aber wieder heilen. Braucht vielleicht ein bisschen Zeit. Viel mehr Sorgen macht mir hier der Wirbelbogen. Ja, das ist ein Problem. Professor Keil schreibt, dass der vorerst instabil bleiben wird. Das heißt, Peewee wird wohl seine Tenniskarriere beenden müssen. Oh Mann, wie soll ich ihm das bloß beibringen? Zuerst einmal braucht er Motivation, um die Reha wirklich ernst zu nehmen. Das wird kein Spaziergang. Und außerdem, wer weiß, vielleicht beschließt er von sich aus, mit dem Profisport aufzuhören. Tennis ist sein Leben. Er ist erst 21, Christian. Ja. Ach, Peewee will übrigens die Reha bei uns zu Hause machen, ist das okay? Klar, die Physioabteilung stellt ihm Muskelaufbauprogramm und ein Wirbelsäulentraining zusammen. Er muss sowieso noch eine Woche in der Klinik bleiben und danach fahren wir ihn halt hin und her. Das ist unser geringstes Problem. Clara, musst du nicht los? Ist schon spät. Ja, ja, ich musste nur noch mal schnell mein Profil ändern. Mhm. Darf ich gucken? Mhm. Schön. Oh, super. Tom macht heute Abend eine Party. Heute? Darf ich hin bis 10? Das glaube ich eher nicht, mein Schatz. Heute ist Mittwoch, schon vergessen. Da hat dein primäres soziales Netzwerk Vorrang. Familientag. Kann ich das nicht einmal ausfallen lassen? Nö, das fangen wir gar nicht erst an. Und Partys unter der Woche gibt's schon mal gar nicht.
Aber... Außerdem wolltest du deinem Vater beim Crockett beweisen, wo der Hammer hängt. Bild dir bloß nichts ein, der Sieg ist mir sicher. Wart's nur ab! Nora? Ach, Frau Pohle. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich brauche noch einen kleinen Moment. Setzen Sie sich doch erstmal hin. Danke. Nora, wo sind Sie denn? Ich entsorge meine Träume. Ich schmeiße jetzt alle Kataloge und alle Pläne weg, die wir für die oberen Räume hatten. In Ordnung? Mhm. Aber wieso während der Arbeitszeit? Wissen Sie, ich habe meinen Frieden geschlossen mit der Anwaltskanzlei. Frau Schöller hat eine gute Aura. Blau bis violett. So, so, violett. Draußen ist Frau Pohle mit ihren Kindern und ich ahne auch schon, wieso. Oh, nö. Nicht schon wieder Läuse. Ich wette, morgen kommt wieder die ganze Schule. Hallo? Ja? Guten Tag. Bin ich hier richtig in der Rechtsanwaltskanzlei? Ja, aber ich habe noch gar nicht richtig eröffnet. Entschuldigen Sie die Unordnung. Wie kommen Sie denn auf mich? Ich habe Ihr Schild gesehen, aber heute ist es weg und das war ein bisschen verwirrend. Da war ein Fehler drin, das musste ausgetauscht werden. Bitte. Danke. Würden Sie mich trotzdem beraten? Ich wohne in Italien und ich kenne hier keinen Anwalt. Jetzt schon. Sie sind meine erste Klientin in Eisenach. Tatsächlich? Mhm. Wunderbar, danke. Noch ein Glas Wasser dazu? Nein, ich darf gar... Nein, ich möchte gar kein Wasser. Nicht, dass der Espresso zu stark ist. Sie sehen ein bisschen blass aus. Nein, wirklich nicht, danke. Was kann ich denn für Sie tun? Also ich möchte gerne ein Testament aufsetzen, hier in Deutschland. Naja, das sollte kein Problem sein. Und wen möchten Sie begünstigen? Ich habe ja keine eigene Familie, meine Schwester. Hm. Sie soll das Haus in Italien. Und die Kinder, also ihre Kinder, die das Kapital sollen das Kapitalvermögen, die 50 für die Ausbildung. So, Frau Pohle, machen Sie sich keine Sorgen. In ein paar Tagen ist alles wieder besser. Danke, Herr Doktor. Bitte. Tschüss. Hast du Verkleid? Ach, Frau Schöller. Frau Schöller hat oben einen Notfall. Was ist denn passiert? Sie ist auf einmal so mitten im Satz weggedämmert. Ich weiß ja, was... Wissen Sie, wie sie heißt? Angelika Walter. Sie wollte nicht mal ein Glas Wasser haben. Frau Walter? Frau Walter? Ja? Sind Sie Dialysepatientin? Wann und wo war denn die letzte Dialyse? Vor 2 Tagen in Erfurt. Morgen muss ich wieder hin. Eigentlich ist es mir viel besser. Blutdruck 220 zu 140. Schwester, machen Sie mir einen Termin. Ich muss ins Hotel. Ich will. Es kribbelt alles dort. Verdacht auf terminale Niereninsuffizienz. Geben Sie mir eine Ampulle Clonidin und 40 Milligramm Furosemid. Sättigung fällt weiter bei 80. Wir müssen beatmen. Kammerflimmern. Herzdruckmassage. Frau Schöller, rufen Sie der Klinik an. 112. Verdacht auf uremisches Koma. 40-jährige Frau. Uremisches Koma. Sie atmet wieder. Herzrhythmusstörungen durch die Hyperkaliämie initial. Sättigung ist jetzt gut. Patientin atmet selbstständig, durchgehende Bewusstlosigkeit, Zugang liegt. Hier ist das Protokoll, ich sehe später noch mal nachher. Okay. Ja. Jetzt mache ich mir wirklich langsam Sorgen. Im Hotel ist sie nicht, hat aber auch nicht ausgecheckt. Vielleicht hat sie ja wieder einen Termin in Erfurt und nur vergessen, uns Bescheid zu geben. Ja, und warum geht sie dann nicht ans Handy? Weil man das Ding ausmacht, wenn man wichtige Termine hat. Ja. Ich möchte mal wissen, was das für Geschäfte sind, die sie da macht.
Hoffentlich nichts Illegales. Christa, jetzt steiger dich da mal nicht so rein. Hey, wir warten einfach in Ruhe ab, bis sie heute Abend auftaucht. Und wenn nicht, dann kannst du dir immer noch Sorgen machen. Das ist genau wie früher. Echte Schwester nehmen. Oh Mann, dieses Reha-Programm hat echt in sich. Davon wäre sogar mein Trainer beeindruckt. Ja, und das ist erst der Anfang. Hast du gedacht, du kannst dich zu Hause ausruhen? Morgen geht's los. Ja, mir recht. Hauptsache, ich kann mich bald wieder bewegen. Hey, na, wie läuft's? Hey, gut. Oh, lass das. Guck mal, hier habe ich bekommen. Therapieplan. Wow, da können wir ein bisschen was für unser Fitnessprogramm übernehmen. Was machst du eigentlich hier? Uremisches Koma. Bei dir in der Praxis? Nein, bei Frau Schöller oben in der Kanzlei. Zusammenbruch, Nierenversagen. Was für ein Glück, dass deine Praxis im gleichen Haus ist. Ja, finde ich auch. Soll ich mich um sie kümmern? Nee, sie müsste jetzt ansprechbar sein. Ich wollte nur mal schnell Hallo sagen. Oh, ich hasse das. Ja, ich weiß, bald kannst du ja wieder laufen. Das muss ich ausnutzen. Sie sind ja schon wieder ganz stabil. Ich kann mich an nichts erinnern. Ehrlich gesagt, hing ihr Leben an einem seidenen Faden. Danke. Kann es sein, dass Christa Hesse ihre Schwester ist? Wie wissen Sie das? Na ja, unsere Kinder gehen zusammen in die Schule und Christa Hesse ist meine Patientin und da habe ich gedacht, vielleicht... Detektiv sind Sie also? Nur im Nebenberuf. Aber ernsthaft, wissen Sie, ob jemand Ihre Schwester informiert hat? Nein, das will ich nicht. Wieso? Ich will nicht, dass sie weiß, wie es um mich steht. Heißt das, Sie haben mir Ihre Krankheit verschwiegen? Mhm. Ich will Sie nicht damit belasten. Sie hat sich schon so viel um unsere Mutter gekümmert damals und ich nicht. Frau Walter, Ihre Schwester macht sich doch sicher Sorgen um Sie. Ich schreibe eine SMS, dass ich länger in Erfurt bleiben muss. Das sind eigentlich meine Sachen. Ich brauche mein Handy. Die können Sie hier mit den Geräten nicht benutzen. Außerdem hat man Ihr Handy sicherlich schon eingeschlossen. Könnten Sie nicht die SMS schreiben von meinem Handy? Frau Walter, das ist wirklich nicht meine Aufgabe. Das macht doch keinen Sinn. Schauen Sie, Sie brauchen Unterstützung. Nicht von ihr. Soll ich Ihren Mann anrufen? Ich hab doch keinen Mann. Ich hatte einen Freund. Er hat mich getrennt, als das mit der Dialyse losging. Mitleid kann ich nicht ertragen. Vielleicht sollten Sie den Menschen, die Sie lieben, auch die Chance geben, es Ihnen zu zeigen. Christa, liebt mich nicht wirklich. Ich nerv Sie nur. Ich habe da was anderes gehört. Doktor, bitte schreiben Sie mir die SMS. Bitte. Also gut. Aber nur, wenn Sie mir versprechen, mit Ihrer Schwester zu reden. Hallo. Was für ein Tag. Ich bin zutiefst beeindruckt. Wieso? Ich habe gedacht, solche Szenen gibt's nur im Krankenhaus. Sie haben mal eben so ein Leben gerettet. Dank Ihrer Hilfe. Wie geht's ihr denn? Ganz gut. Wir haben sie stabilisiert. Sie liegt intensiv, aber sie ist natürlich noch geschwächt. Was wollte sie eigentlich in Ihrer Kanzlei? Tut mir leid. Schweigepflicht. Aber das kennen Sie ja. Ein kleiner Fingerzeig. Ist irrelevant für die Erkrankung. Schwieriger Fall. Warum? Schweigepflicht. Wollen wir was trinken gehen? Sehr gern. Aber heute ist Mittwoch und Mittwoch ist Familientag. Verstehe. Aber ich könnte Sie doch nach Hause fahren. Sie sind doch mit der Ambulanz hergekommen. Stimmt. Schöne Idee. Da haben wir wenigstens noch ein paar Minuten für uns. Du, Lukas, guck mal. Deine L's sehen aus wie E's. Das musst du üben. Das L musst du doch perfekt können. So fängt doch dein Name an. Hi, ihr Süßen. Hi, ihr zwei. Hast du was von Tante Angie gehört? Sie
Sie hat doch gesagt, dass sie heute vorbeikommt. Sie hat eine SMS geschrieben. Sie muss noch ein paar Tage in Erfurt bleiben. Ach, und du hast dir so viel Sorgen um deine Schwester gemacht. Aber sie hat versprochen, wir gehen ins Schwimmbad. Und mit mir wollte sie heute ins Kino gehen. Hey, Kinder, eure Tante hat noch ein eigenes Leben. Na du? Aber sie kommt wieder. Ja, sie kommt wieder. Hast du die Kartoffeln geschält? Na du, zeig mal. Was hast du denn gemacht heute? Danke fürs Mitnehmen. Papa, was machten die hier? Die heißt Frau Schöller und du kennst sie von Inges Café. Hallo, Paul. Warum fährst du meinen Papa? Weil mein Wagen nicht angesprungen ist. So. Gern geschehen. Viel Spaß noch. Komm jetzt, spiel! Was spielt ihr denn? Was spielt ihr denn? Hallo! Hallo! Hi! Wir haben noch den gelben für dich. Ja. Na gut. Auch mit Gelb werde ich euch besiegen. Ah, der Sieg ist mein! Herr Doktor, also ich muss zugeben, meine Schwester hat den besseren Geschmack. Ja, schlicht und elegant. Was macht der Rücken? Wunderbar. Und ihr? Ebenso. Schönen Tag. Schönen Tag. Ach, hallo. Morgen, Dr. Kleist. Oh, Hesse. Ich hoffe, ich bin die Erste. Ich muss gleich in den Laden. Ja, kommen Sie mit. Okay. Und Ihre Migräne? Verschwunden. Die Infusion hat gewirkt. Hatten Sie denn schon Gelegenheit, mit Ihrer Schwester zu reden? Die ist in Erfurt bei wichtigen Terminen. Das ist auch wieder so typisch für Sie. Erst verspricht sie den Kindern was und dann verschwindet sie einfach. Wie früher. Flattert herum wie ein Schmetterling. 145 zu 90. Das ist leider immer noch sehr hoch, Frau Hesse. Wahrscheinlich, weil ich mich jetzt gerade darüber aufrege, dass sie ohne Ansage einfach unerreichbar ist. Ich war schon so weit, die Krankenhäuser anzurufen. Bis dann endlich wenigstens diese SMS kam, dass sie in Erfurt ist. Das ist furchtbar. Wenn sie da ist, kann ich es nicht aushalten. Und wenn sie einfach verschwindet, macht es mich auch ganz nervös. Ja, Sie haben recht. Ich sollte mich unbedingt mit ihr aussprechen, wenn sie wiederkommt. Ja, das sollten Sie wirklich. Ja. Danke. Peter Kleist. Ja. Ich bin Katrin. Dr. Sandmann hat mir aufgetragen, ich soll dich die nächsten 4 Wochen an deine Grenzen treiben. Ich meine natürlich nur deine körperlichen. Bist du bereit? Willst du Schwäche zeigen? Auf gar keinen Fall. Na, dann komm mal mit. In Zukunft werden Sie wohl um eine Dialyse 3 bis 5 Mal die Woche nicht herumkommen. 3 bis 5 Mal? Das ist Knast mit gelegentlichem Ausgang. Nee, das will ich nicht. Stehen Sie eigentlich auf einer Warteliste für eine Niere? Ja, aber das kann ja Jahre dauern. So krank bin ich nicht. Haben Sie mal über eine Möglichkeit nachgedacht, einer Lebensspende? Ich weiß, auf was Sie hinaus wollen, aber das kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Wieso denn nicht? Frau Walter. Sie könnten ein sorgenfreies Leben führen. Und ich bin sicher, wenn die Werte Ihrer Schwester identisch sind, dann würde sie sofort zustimmen. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich von ihr eine Niere annehme. Wieso nicht? Ich stehe sowieso schon in ihrer Schuld. Nee. Eher mache ich Schluss. Eine Brücke habe ich mir schon ausgesucht. Also, das meinen Sie doch jetzt nicht im Ernst. Ach, Doktor. Nein, natürlich nicht. Ich kann doch mal über alle Möglichkeiten nachdenken, oder nicht? Dann denken Sie auch darüber nach, wie sich Ihre Schwester fühlt, wenn sie herausfindet, dass sie sie hätte retten können. Frau Walter, soll ich mal mit Ihrer Schwester reden? Entbinden Sie mich von meiner Schweigepflicht und ich rede mit Ihrer Schwester. Das
sind eine ganz schöne Nervensäge. Hat Ihnen das schon mal jemand gesagt? In Eisenach so ziemlich jeder. Also. Soll ich? Ja. Geht doch. Ihre Schwester ist Dialysepatientin. Sie hatte vor ungefähr 3 Jahren eine Streptokokkeninfektion. Und die wurde leider nicht rechtzeitig erkannt. Dadurch sind die Nieren so geschädigt, dass sie eigentlich nicht mehr arbeiten können. Und ich habe mich schon gewundert, was sie für Tabletten nimmt. Und wieso sie so wenig trinkt und sie bestimmte Sachen nicht isst. Aber das? Warum hat sie mir das nie erzählt und warum reden Sie mit mir? Naja, ich habe sie quasi dazu gezwungen. Wenn es nach ihrer Schwester ginge, dann... Also, sie will gar nicht, dass Sie ihr helfen. Dumme Kuh. Braucht sie eine neue Niere? Ihre medizinischen Werte sind inzwischen so dramatisch, dass sie beinahe täglich zur Dialyse muss. Ist sie deshalb hergekommen? Weil sie für mich eine Spenderniere möchte? Nein. Im Gegenteil, sie will ja nicht, dass Sie ihr helfen. Aber deswegen bin ich da. Sehen Sie, Frau Hesse, eine Nierentransplantation ist heute reine Routine. Und wenn die Werte übereinstimmen, dann ist bei Familienangehörigen die Erfolgsquote am höchsten. Ich habe 2 Kinder. Was ist, wenn was schief geht? Ich kann Sie natürlich nicht zu dem Eingriff zwingen, aber... Ich kann Sie nicht vor die Hunde gehen lassen. Sie ist ja bei uns in guten Händen. Aber vielleicht sollten Sie trotzdem einen Test machen. Ich meine, wenn Ihre Werte nicht übereinstimmen, dann stellt sich ja die Frage gar nicht. Aber vielleicht könnten Sie trotzdem drüber nachdenken. Ich lass mich testen. Wirklich? Ja. Dann mache ich einen Termin in der Klinik für morgen. Okay. Danke. Aber sagen Sie nichts davon. Nein, natürlich nicht. Mama. Tschüssi, Mama. Tschüss. Alle weg? Ja. Ich habe Paul übrigens überredet, zur Musikschule zu gehen. Ah, oh, gute Idee. Ja, morgen melden wir ihn an. Mhm. Ist es nicht Lisas Kleid? Mhm. Ich werde den beiden mal das Bügeln abnehmen. Die arme Lisa muss den ganzen Tag schlafen, um abends für das Kind da sein zu können. Das ist kein Leben für eine junge Mutter. Ja, aber sie will es so. Ja, aber Michael benimmt sich so, als wenn er immer noch zu Hause bei Mutti wohnt. Ja, mit der Aktion ersetze sie ihm auch. Ich mache das nur für Lisa. Übrigens, Piwi kommt am Wochenende nach Hause. Na, das ist aber schön. Sag mal, wie wäre es eigentlich, wenn wir ihn mit einer richtig großen Party empfangen? Ja, erstmal müssen wir ihn fragen, ob er sich seinen Freunden so präsentieren will. Ach so, ja klar, aber eine kleine Familienfeier machen wir auf alle Fälle. Das ist eine gute Idee. Tschüss. Tschüss. Danke. Wir sehen uns heute Nachmittag. Hallo, störe ich? Hallo, Papa. Danke, Dr. Klein. Hallo. Na, wie macht er sich? Läuft ganz gut. Bis später. Tschüss. Wer ist die denn? Die gehört zurzeit nur mir. Nein, im Ernst. Ist echt ein geiles Team hier.
Das freut mich. Dann kann ich dich ja beruhigt mitnehmen. Am Samstag wirst du entlassen. Wirklich? Oh, richtig gut. Inge möchte eine Überraschungsparty für dich machen. Wie findest du das? Ja. Vielleicht können wir da noch mal im Garten grillen. Na klar, wenn es nicht regnet. Willst du denn ein paar Freunde einladen? Nee. Die würden dann zu viele Fragen stellen. Deswegen. Außer Katrin vielleicht. Katrin? Verstehe die Richtung. Naja, wenn du eine Frau mitbringen kannst, dann kann ich ja auch eine mitnehmen. Ich höre? Frau Schöller, die Anwältin. Sie hat noch nicht so viel Anbindung hier in Eisenach. Was bist du doch für ein guter Samariter, Papa. Ist doch immer gut, eine Anwältin zu kennen, oder? Ja, klar. Boah, such dir mal einen anderen. So, wir haben jetzt alle Ergebnisse. Beide Nieren arbeiten hervorragend und sind als Spenderorgane geeignet. Und auch im Übrigen sind sie kerngesund, Frau Hesse. Und ich hätte gern, dass das so bleibt. Reinhard, bitte. Was ist, wenn mit der Niere was passiert? Mit der anderen? Dann musst du an die Dialyse. Wir haben Kinder, wir haben Laden, Angelika nicht. Und überhaupt die ganze Operation, ich meine, das ist ein großer Eingriff, oder nicht? Da kann doch sonst noch was passieren. Es bleibt natürlich immer ein Risiko. Aber es ist, wie gesagt, eine Routineoperation. Nach dem Eingriff müsste Ihre Frau circa eine Woche in der Klinik bleiben. Danach sollte sie sich 3 bis 4 Wochen zu Hause schonen und im Anschluss kann sie ihr ganz normales Leben weiterführen. Sie kann essen und trinken, was sie will, Sport machen. Was ist mit den Kindern? Ich meine, denen macht das doch auch Angst. Die lieben ihre Tante Angie. Die verstehen das. Ich muss jetzt in die Bäckerei. Reden Sie doch erst mit Ihrer Schwester. Okay. Wow, das sieht ja ganz schön gewagt aus. Oh, wie gut, dass du da bist. Ich könnte dir deine Hilfe gebrauchen. Klar, was soll ich machen? Magst du mir das Rollo reichen? Ja. Du, ich wollte mich noch mal entschuldigen. Eigentlich wollte ich dich ja gestern reinbitten, aber... Ich wollte keinen Fehler bei den Kindern machen. Es ist das erste Mal, dass ich seit Marlenes Tod mit einer anderen Frau aufgewachsen bin. Christian, du musst dich nicht entschuldigen. Du bist einfach eine wunderbare Frau. Ich weiß. Und deswegen kannst du jetzt hier auch mal loslassen. Naja, wir müssen alle irgendwann loslassen. Mhm. Und jetzt wäre ein guter Moment dafür, es zu tun. Also. Hallo, Paul, was machst denn du hier? Ich sollte nach der Schule herkommen. Aha, davon hat er mir aber gar nichts gesagt. Du, der hat jetzt aber Sprechstunde. Er ist ja gar nicht da. Nee, er ist oben bei Frau Schöller. Setz dich doch kurz hin. Nein, ich geh nur hin. Na, perfekt. Geht doch. Was machst du hier? Du hast mich vergessen. Du bist ein ganz blöder Papa. Was habe ich denn vergessen? Wir wollten zur Musikschule. Ja, aber doch nicht heute. Morgen. Hulis! Das wird wohl nicht einfach. Wie oft soll ich es denn noch sagen? Ich will keine Niere von dir. Deswegen bin ich auch nicht hergekommen. Warum dann? Ich wollte was wieder gut machen. Mutter und du, ihr hättet mich gebraucht damals, stimmt's? Ich gebe zu, das habe ich genauso gesehen. Aber wenn du uns damals erzählt hättest, wie krank du bist. Ich wäre doch vor Angst und Sorge durchgedreht. Ja, das stimmt. Und ich auch. Mir war es lieber, dass du nur sauer auf mich bist. Und das warst du ja eh immer. So siehst du das. So war das. Ich weiß doch, dass ich viel falsch gemacht habe. Dich genervt, Mutti nie genügt. Konnte einfach nicht so sein wie du. Brav, gehorsam, fleißig. Das Einzige, was ich besser konnte, war weiter von der Brücke spucken. Ja. Du warst ein Vorbild, was man nicht erreichen kann. Mutti hat dich immer mehr geliebt als mich. Ach, so ein Quatsch. Sie hat sich
sie mir nur mehr zugewendet, weil ich dauernd Mist gebaut habe. Und ich hat sie dafür verantwortlich gemacht. Weißt du noch, wie ich dich aus dem Teich gefischt hat und du gar nicht schwimmen konntest? Ja, das weiß ich noch. Und weißt du noch, wie du mich angehalten hast, als ich mit Papas Auto abfahren wollte? Oh, ja. Oder die vielen Alibis, die du mir gegeben hast, damit ich mit Klaus... Oh Gott, der. Dir verdanke ich echt alles. Nicht unseren Eltern. Du hast sie sogar überredet, dass sie mich ziehen lassen. Und als ich dann weg war und endlich meine Freiheit hatte, konnte ich mich endlich entfalten. Ist eigentlich gar nicht so schwer, ein Schmetterling zu sein, wenn man fliegen darf, oder? Ich wäre auch manchmal gern Schmetterling. Ich wollte was wieder gut machen. Ich wollte, dass ihr schön habt, die Tage hier. Nicht nur für die Kinder, sondern für dich. Jetzt habe ich sie wieder vermasselt. Auf allen Ebenen. Du kriegst meine Niere. Ist das klar? Na? Soll ich dir noch was vorlesen? Nein, ich will schlafen. Ach, Pauli, sei doch nicht so. Sieh mal, Frau Schöller und ich, wir mögen uns. Und wenn man sich mag, dann küsst man sich auch manchmal. Wir küssen uns doch auch in der Familie dauernd. Aber nicht so. Ja, das stimmt. Bist du verliebt? Ich glaube schon. Hast du etwa Mama vergessen? Nein, natürlich nicht. Schau mal, Paul, auch wenn sich Papa wieder verliebt, das heißt gar nichts. Ich werde Mama immer lieben und nie vergessen. Ich auch. Aber ich weiß schon gar nicht mehr, wie sie aussieht. Wollen wir uns ein paar Fotos anschauen und Geschichten über sie erzählen? Oh ja, holst du die Fotos? Ja. Ich weiß schon, was du mir sagen wirst. Ich kann nicht anders. Das dachte ich mir. Ich würde dasselbe für meinen Bruder ja auch tun. Und natürlich will ich es dir nicht noch schwerer machen, wenn du dich dafür entschieden hast. Ich habe zwar eine scheiß Angst um dich. Ich doch auch. Schon lange nicht mehr geküsst. Wie dumm von uns. Sollten wir öfter tun. Ich habe Paulchen übrigens erzählt, dass ich mich in dich verliebt habe. Ach. Er fährt es also als Erster? Wieso? Du weißt es doch schon. Naja, vielleicht möchte ich es ja auch gesagt bekommen. Also, so irgendwie offiziell. Sehr geehrte Frau Schöller. Ich habe mich in Sie verliebt. Guten Abend, Herr Dr. Geist. Guten Abend. Ja, das kann schwierig werden. Ich muss mein Leben auch neu sortieren, Christian. Und was ich nicht will, ist mich heiß über Kopf in eine neue Beziehung stürzen. Hause? Ja, kannst du gar nicht vorstellen, wie doll ich mich freue. Du warst ja auch lange genug hier. Die wollen eine Party für mich machen. Und ich wollte dich fragen, ob du vielleicht auch kommen willst.
Danke. Aber ich kann nicht. Ich war mit meinem Freund am Wochenende weg. Schade. Ja? Michael, was kann ich für dich tun? Was heißt, Frau Walter ist in Italien? Ja, ist sie wahnsinnig? Was? Nein. Frau Hesse hat mich angerufen und gesagt, es ist alles in Ordnung. Ja, ist gut. Ich fahre zu ihr nach Hause. Hesse, haben Sie Ihre Schwester gesehen? Nein. Baut sie doch wieder Scheiß? Sie hat im Krankenhaus Bescheid gegeben, dass sie nach Italien wollte. Aber im Hotel ist sie nicht aufgetaucht und ausgecheckt ist sie auch nicht. Das wird sie auch nicht. Ich glaube, sie will einfach nicht, dass ich dieses große Opfer für sie bringen muss. Sie hat irgendwas von einer Brücke erzählt. Wissen Sie irgendwas davon? Na klar, die Eisenbahnbrücke. Da waren wir als Kinder oft. Oh Gott. Da ist sie. Angelika! Bleib da stehen! Sonst lasse ich mich fallen. Frau Walter, warum wollen Sie Ihr Leben wegwerfen? Das hat doch keinen Sinn. Auch wenn Sie sich schämen oder zu stolz sind. Denken Sie doch an die Kinder. An Maja und Lukas. Wollen Sie wirklich, dass die um Sie weinen? Und da sag mal, spinnst du! Ja, das hast du dir fein ausgedacht, ha? Was glaubst du, wie es mir geht, wenn du da jetzt springst und ich weiterleben muss mit meinen zwei Nieren? Glaubst du, da freue ich mich jeden Tag, oder was, du dumme Kuh? Komm hierher, Mann! Mama Streuer, das mach ich doch gar nicht, du Heususe. Kommen Sie. Kommen Sie, wir bringen Sie weg. Dr. Sandmann hat gesagt, die Operation ist gut verlaufen. Ihre Schwägerin hat das Organ angenommen, es ist angesprungen und arbeitet einwandfrei. Super. Sie glauben gar nicht, wie froh ich darüber bin. Wann kommt dann Mama heim? Na ja, ich denke so in 3 bis 4 Tagen. Willst du denn die nächsten Tage bei uns schlafen? Paul wird sich sicher freuen. Oh ja, darf ich, Papa? Ach, na klar, mein Kleiner. Das hilft mir wirklich sehr, Dr. Kleist. Vielen Dank. Gern geschehen. Gang runter, 3. Tür rechts. Komm, Kinders. Jetzt geht's an Mama. Kann man mal nach der Schwester rufen? Die soll das Fenster aufmachen, ich ersticke hier. Oh nee, lass mal bitte. Wir könnten uns erkälten. So ein Quatsch. Das härtet uns nur ab. Ach, Kili, du musst doch nicht immer. Hey. Bitte. Da seid ihr ja. Hey. Mama, tut dir was weh? Nein. Na, die Narbe ein bisschen. Na, ihr beiden tapferen Mädels, sieht ja schon richtig gut aus. Mama, ich find's so toll, dass du das gemacht hast. Bleibt Tante Angie jetzt eigentlich bei uns? Ja. Oh ja! Klasse! Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Sie macht nichts als Ärger. Keine Sorge, ich fahr nach Hause. Aber ich werde euch ganz oft besuchen. Ich will ja schließlich die tolle Tante bleiben. Hallo. Wir haben dir einen Ehrenplatz gemacht. Hallo. Vivi, mein Schatz, herzlich willkommen. Ich freue mich. Danke, das ist so toll. Na, hast du Hunger mitgebracht? Ich habe den ganzen Tag gefastet. Wo sind meine Lieblingswürstchen? Sind gleich fertig. Heftig.
Ach, du bist es. Ich dachte eben schon, wer ist diese schöne Frau in unserem Garten? Ich wusste gar nicht mehr, wie du aussiehst. Na, was macht deine Therapeutin? Ist leider anderweitig vergeben. Was macht denn deine Anwältin? Weißt du, ich hab mir gedacht, es hat noch ein bisschen Zeit. Ich werde mal mit ihm reden, wenn es soweit ist. Von Mann zu Mann. Es wird eine ganze Menge Männergespräche im Hausgeist geben. Ich freue mich drauf, Papa. Na klar. Nein, es dauert noch einen Moment. Die nächsten 6 Wochen habe ich erstmal normalen Dienst. Na toll, ich habe nächste Woche Nachtdienst. Na, Männer?